In der psychosomatischen Tagesklinik geht es ja primär erstmal darum, diesen ganzen Therapieplan zu erfassen und zu verstehen. Das heißt, man kommt an und darf sich das erstmal auch angucken und erklären lassen, was macht man da eigentlich. Und man wird nicht gezwungen, irgendwelche Therapien in Anspruch zu nehmen, die einem vielleicht Angst machen oder einem nicht gefallen. Das heißt, man würde erstmal Einzelgespräche haben, kann sich dann überlegen, ob man auch in der Gruppe gerne eine Therapieform mitmachen möchte. Und dann gibt es verschiedene Therapieformen wie Kreativtherapie, Sporttherapie, Ergotherapie. Wir haben auch Ernährungsberatung in manchen Tageskliniken mit drin in der Psychosomatik, sodass wir ganzheitlich den Patienten abholen können.